Ja, es ist eine Entscheidung. Man muss sich ganz klar am Anfang darüber sein, was möchte ich eigentlich mit dem Liebesspiel? Möchte ich nur den schnellen Kick, eine schnelle Versuchung und die Energien entladen, weil ich zu angespannt und gestresst bin? Ja. Oder will ich die Sexualität wirklich als spirituelle Praxis nutzen und die Energien bei mir behalten und das Hochkraftstromwerk in mir andocken und dann die Energien für hochspirituelle Zwecke nutzen? Oder auch für Alltagsprojekte, wie auch immer. Also je mehr Bewusstheit ins Liebesspiel kommt, desto klarer kann man einfach Symptome in dem Sinn erkennen, wie also Kundalini-Erweckung. Ne? Also das kann wirklich passieren in einem intensiven Liebesspiel, dass Kundalini erwacht und die Energie nach oben steigt, alles riesig groß wird, deine Hände, dein Kopf, dein Körper verlässt, außerkörperliche Erfahrungen, astrale Reisen.